Am ersten Messewochenende werden die Messehallen 3 und 4 zum Paradies für alle, die in ihrer Freizeit mit Eisenbahnen, Modellautos, Flugzeugen und Booten zu tun haben. Auf einer Ausstellungsfläche von über 8.500 Quadratmetern sind Flugzeugmodelle, Schiffs-, Auto-, Mini-Truck- und Hubschraubermodelle, Drachen-, Eisenbahnmodelle und vieles mehr zu sehen. Unser Verein sind die Eisenbahnfreunde Breisgau. Wir betreiben seit ungefähr 20 Jahren dieses Geschäft. Das heißt, wir gehen mit unserer großen Modulanlage auf verschiedene Ausstellungen und sind schon seit mindestens 10 Jahren hier in Freiburg immer wieder anwesend. Die Anlage hat ungefähr 100 laufende Meter, ist also sehr groß, und wir bemühen uns, nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbahn zu fahren. Das heißt, die Zugzusammenstellungen, die sind weitgehend original, also dem Vorbild nachempfunden. Und auch der Anlagenbau, also die Schienen und Weichen und Verbindungen, sind auch eben nach dem Vorbild der Bundesbahn. Es fahren auf der Anlage ungefähr so 30 Züge, Güterzüge und Personenzüge gemischt. Und Vorbild ist so sind die neueren Epochen, also Epoche 4, das heißt nach 1970 bis heute. Und wir haben auch ein umfangreiches Literaturarchiv. Unser Vereinsheim ist in Kirchzarten. Da treffen wir uns jeden Freitagabend. Es gibt auch eine Jugendgruppe, die sich so um 18 Uhr oder 17, 18 Uhr trifft. Und die Erwachsenen treffen sich dann so danach. Und wir machen eben Bauabende und haben auch Räumlichkeiten für ein gemütliches Beisammensein. Ja, wir haben hier 50 Kubik Erde auf dem Gelände von der Messe gestellt. Aber dann hier in dem Parcours aufgebaut und die Straße geformt, die Bäume gesetzt, so dass das einigermaßen so wie im richtigen Leben auch aussieht. Und haben jetzt auch noch einige Gastfahrer hier aus der Schweiz, die uns unterstützen. Ich habe jetzt selber 4 Fahrzeuge hier. Bagger, LKW, Radlader und so weiter. Und habe aber zu Hause noch einige mehr. Aber ich kann ja nur mit einem fahren. Das nützt da nichts, wenn ich alle mitbringe und die eine stehe bloß. Und so hat halt jeder so ein, zwei Modelle, damit er die bewegen kann und damit es ein wenig Leben auf dem Parcours gibt. Und das einigermaßen wirklichkeitsnah, wie auf Baustelle oder wie im richtigen Leben auch was aussieht. Es wäre so um 50 Fahrzeuge mindestens sein, also verschiedene Baufahrzeuge, Straßenfahrzeuge und so weiter. Wir fahren 3 verschiedene Fahrzeuge. Trial, Tagtrial, Scaler und Crawler. Daher der Name TCS. Die Leute kommen aus den verschiedenen Bereichen. Alles Eigenbau, viele Eigenbau oder Modelle aus dem Karton, aber sehr viel Eigenbau mit großer Investition und so weiter. Ein Crawler wird von Grund auf selber nur neu gebaut. Ein LKW für Tagtrial, damit werden auch Meisterschaften gefahren, national sowie international, in Amerika, in Europa und so weiter. Und wie gesagt, wir haben Spaß, es ist unser Hobby. Hoffen, dass es ankommt in Freiburg und so weiter, weil Friedrichshafen und Karlsruhe ist es aktuell, diese Fahrzeuge. Und wir denken mal, dass wir damit die Leute ansprechen und wir noch mehr Hobbybastler in dem Bereich zu uns finden und wir die noch gut beraten können mit unserem Modellbau-Hobby. Also ein Crawler ist ein Fahrzeug, womit man in die Berg fährt. Es ist ein Fahrzeug, was klettert, die Felsen hoch zum Beispiel. Und ein Scaler, das ist ein Fahrzeug, zum Beispiel Toyota oder sowas, oder ein Pickup, das ist ein Scale-Fahrzeug, womit man, sagen wir mal, Tore aufbaut und durch die Tore fährt, 100 Tore, 150 Tore im Wald fährt, also einfach einen Parcours aufbaut im Wald oder irgendwo im Gelände und damit dann fährt. Und ein Tagtrial, LKW, gibt es S2, S3, S4, das bedeutet 2-Achser, 3-Achser, 4-Achser. Damit fährt man Europameisterschaften. Und zwar sind das Fahrzeuge, die fahren ganz langsam, weil Schnellfahren geht nicht. Das sind alles enge Parcours, Sektionen gesteckt mit jeweils 10 Tore. Und damit muss man durchfahren. Und wenn man die Tore berührt, umknickt, gibt es Strafpunkte. Und am Ende der Meisterschaft wird gewertet, wer am wenigsten Strafpunkte hat, hat praktisch die Meisterschaft gewonnen. Die Modellbaumesse in den Hallen 3 und 4 am ersten Wochenende der CFT, die Freizeitmessen. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.